Was geht ab, Leute, und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Im heutigen Video sprechen wir über die meiner Meinung nach interessantesten Projekte für den November, in welche Projekte ich neu investiert habe und warum ich der Meinung bin, dass diese Projekte in diesem Monat ganz besonders performen werden. Und damit du das Ganze nicht verpasst, bleib auf jeden Fall dran. Bevor wir beginnen, das Ganze ist keine Finanzberatung und du solltest immer deine eigenen Recherchen machen. Ein neuer Monat hat begonnen und damit wieder neue Chancen in den Kryptomarkt zu investieren und wieder neue Ziele sich selbst zu setzen. Ein ganz, ganz großes Ziel für mich persönlich ist, dass wir gemeinsam hier die 4000 Abonnenten diesen Monat knacken. Und da bedanke ich mich auch schon mal für jeden Support, den ihr mir hier gibt, um diese 4K-Abonnenten-Marke diesen Monat zu knacken. Also würde es mich natürlich freuen, wenn ihr hier diese Videos teilt. Und falls du neu auf diesem Kanal bist, lass jetzt schon mal gerne ein Abo da. Hier findest du täglich News zu Kryptowährungen, die besten Projekte, 100x bis 1000x Projekte, Portfoliobewertungen, Marktupdates und alles, was du brauchst, um in diesem Markt wirklich immer up to date zu sein. Wie gesagt, im heutigen Video sprechen wir über die Projekte, die ich persönlich für den November als interessant erachte. Und wir gehen auch direkt ins erste Projekt rein. Das ist Solana. Ja, Solana hat in den letzten Wochen massiv performt. Wenn wir uns einfach mal angucken, alleine in 30 Tagen über 64%, was Solana hier am Kurs zugelegt hat. Das ist halt wirklich schon crazy. Wenn wir uns das Ganze hier mal in den 30 Tagen anschauen, sehen wir halt hier, wir standen vor 30 Tagen noch roundabout bei $24 und bewegen uns jetzt derzeit bei $39. Wir knacken fast die $40 und Solana ist auf dem besten Weg, wieder sehr schnell nach oben hin zu gehen. Im vorletzten Video im Marktupdate habe ich auch einen Artikel gezeigt, dass wirklich hier Van Eck davon ausgeht, dass Solana bis 2030 noch um 10.600% steigen wird und demnach an einen Kurs gelangen wird von $3.211. Das ist natürlich schon eine sehr, sehr harte Prognose für die Zukunft. Ich meine, mehr als 10.000%, das wäre mehr als ein 100x, was Solana hier noch hinlegt würde. Laut Van Eck, ja, gehen sie ja davon aus, dass Solana die erste Blockchain sein wird, die über 100 Millionen Nutzer auffangen kann. Und wenn das natürlich der Fall ist, dann hat Solana hier in Zukunft sehr, sehr viel Potenzial. Und auch allgemein ist Solana eine sehr, sehr gute Blockchain, wenn man sich den gesamten Gaming-Bereich anguckt, den gesamten NFT-Bereich anguckt und auch allgemein den gesamten Datentransfer. Und da gehe ich gleich auch nochmal genau drauf ein, weshalb ich Solana gerade auch jetzt diesen Monat super interessant finde. Wobei ich an der Stelle auch sagen muss, dass ich Solana jetzt auch in meinem HODL-Portfolio immer weiter aufbaue. Gerade auch wegen der News natürlich, aber auch aufgrund des aktuellen Kurses, weil wenn wir uns die Maximalansicht mal anschauen, wurde ja hier 2022, also Ende 22, Anfang 23 Solana für tot erklärt, als es unter $10 gefallen ist und da wirklich gar nichts ging. Zu diesem Zeitpunkt aber der NFT-Market ja auf Solana sehr gut performt hat. Und jetzt hat sich Solana gefangen und hat ja seit dem Tief auch schon ein 4x knapp hingelegt, was natürlich auch schon mal sehr, sehr gut ist. Verglichen zum All-Time-High von $259 ist das natürlich noch gar nichts und sind natürlich jetzt aktuell sehr, sehr gute Einstiegsmöglichkeiten gegeben. Das, was mich halt persönlich super bullish stimmt, sind halt die aktuellen News. Derzeit findet die Breakpoint 2023 statt von Solana selbst in Amsterdam und dort wurden einige neue Partnerschaften bekannt gegeben. Unter anderem hier mit Amazon Web Services. Ja, dass Solana in Zukunft auch mit AWS zusammen kompatibel ist und die Nodes davon auch über AWS laufen. Aber nicht nur AWS als offizielle Kooperation, sondern auch Google Cloud. Und zwar wurde die BigQuery Integration gelauncht, womit es einfach Entwicklern möglich gemacht wird, viel, viel besser an historische Daten auf Solana zugreifen zu können, obwohl sie da auch ganz klar gesagt haben, dass der Datenschutz hier ganz, ganz vorne an ist und da sehr, sehr viel Wert drauf gelegt wird, dass da auch die Daten der Nutzer geschützt werden. Und auch allgemein gibt es gerade sehr, sehr viele News rund um Solana. Also zum Zeitpunkt jetzt hier des Videos gibt es auch aktuell einen Livestream,
von Solana selbst, von der Breakpoint 2023. Und das ist natürlich etwas, was gerade jetzt für diesen Monat, ja, November, ein sehr, sehr bullisches Szenario ist. Ja, wenn gerade mal so ein Event stattfindet von Solana selbst, da muss ich natürlich sagen, nicht nur fürs HODL-Portfolio, sondern auch jetzt für die nächsten Wochen, gerade auch aufgrund der Performance der letzten Wochen, sehe ich hier Solana gerade für den November super, super interessant an. Und tatsächlich habe ich erst heute Morgen als letztes in Solana investiert. Obwohl wir hier schon so einen Pump gesehen haben und auch hier jetzt gar keine roten Zahlen hatten, gar keine Korrekturen, habe ich mir gesagt, gut, ich gehe jetzt trotzdem in Solana rein, weil ja, wer weiß, was heute noch so für News kommen werden auf der Breakpoint. Vielleicht lässt das Solana nochmal in die Höhe schießen. Ja, weil der Kryptomarkt ist einfach ein Markt, der von Emotionen geleitet wird. Und wenn da irgendeine News rauskommt, wo die Masse sagt, wow, das ist wirklich gewaltig, dann investieren diese Personen in solche Projekte hinein. Ja, dieses dumme Geld, von dem ich schon sehr, sehr oft gesprochen habe, was dann auch in diese Projekte reinfließen kann. Und deswegen Solana für mich auf Platz 1 der interessantesten Projekte jetzt für den November, aber auch für den Rest des Jahres und natürlich für die nächsten Monate und Jahre, gerade auch aufgrund jetzt hier dieser Analyse von VanEck selbst. Also das wäre auf jeden Fall crazy. Lasst mich schon mal in den Kommentaren wissen, ob ihr diese Kurse für realistisch haltet, ja, $3,200 pro Solana, oder ob ihr denkt, dass es andere Projekte gibt, die eine bessere Arbeit leisten als Solana und das halt einfach nur irgendeine Vision ist. Ja, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Das zweite Projekt, welches für mich persönlich im November super, super interessant ist, ist MetaHero. Über MetaHero habe ich auch schon einige Videos gemacht. Ist schon ein bisschen was her, dass ich das letzte Mal über MetaHero gesprochen habe. Ich meine, im 3000 Abonnenten Special habe ich das letzte Update dazu gegeben. Wenn euch das Projekt MetaHero allgemein interessiert, dann verlinke ich euch mal oben in der Infobox eine Playlist mit den Videos zu MetaHero. Könnt ihr euch mal gerne anschauen und euch darüber noch mal gezielt informieren. Ich glaube, kein Projekt, so wie MetaHero, wurde so durch den Dreck gezogen innerhalb der letzten Monate und Jahre. Das sehen wir halt einmal hier in der Maximalansicht. Wenn wir uns mal anschauen, was hier MetaHero im letzten Bullenmarkt für eine Performance hingelegt hat. Ein All-Time-High von sage und schreibe 25 Cent und dann halt wirklich abgeschmiert. Man kann es nicht anders sagen, das Projekt ist abgeschmiert und hat sich halt hier unten bewegt. Und was halt sehr, sehr viele nicht gesehen haben, ist, dass dahinter ein komplettes Rebranding stattgefunden hat. Die Firmenstruktur wurde geändert, die Geschäftsführung wurde geändert. Robert Grin wurde auch rausgeschmissen aus der Firma, beziehungsweise ist selbst rausgegangen. Und Wolf Digital World hat MetaHero übernommen und hat ein komplettes Rebranding durchlaufen. Für mich ist MetaHero gerade in Bezug auf das Metaverse eines der lukrativsten und interessantesten Projekte für die Zukunft. Und auch obwohl sehr, sehr viele sagen, MetaHero ist tot und da passiert gar nichts mehr, entwickelt sich dieses Projekt aktuell im Background so unfassbar stark weiter, was auch zu einem neuen Update geführt hat. Und das ganze Update kam gestern heraus, und zwar gibt es einen neuen Scanner, und zwar den Face-Scanner. Ja, MetaHero allgemein hat ja den Scanner für Körper. Jetzt gibt es nochmal den Face-Scanner dazu, um einfach nochmal gezielte Details auch zu scannen und die Qualität dabei natürlich auch nochmal zu erhöhen. Ja, und das ist natürlich ein ganz, ganz bedeutender Schritt für dieses Projekt, weil das auch in diversen anderen Dingen integriert werden kann. Erst gestern unter dem Video, ja, in den Kommentaren, wurde geschrieben, dass MetaHero wohl auch mit Rockstar Games in Kontakt steht, gerade wegen GTA 6. So, und jetzt muss man sich mal vorstellen, wie würde es sein, wenn wir persönlich die Möglichkeit hätten, zukünftig in GTA 6 uns selbst spielen zu können. Und die Technologie, die das möglich macht, liefert MetaHero. Das heißt, man könnte sich scannen und dann in GTA 6 beispielsweise sich selbst spielen. Absolute Revolution, ja, und ist für mich persönlich noch nicht mal irgendwie Zukunftsmusik oder irgendwie etwas, was unrealistisch ist. Es ist etwas, was für mich schon relativ realistisch ist, und es bleibt auf jeden Fall abzuwarten, was da wirklich in Zukunft kommt. Ich habe auch daraufhin mal gegoogelt und selber Research betrieben, wo das steht mit Rockstar Games und MetaHero, aber habe da wirklich nur einen Tweet gefunden, der aus 2018
2018 war, ja, also oder 2020, bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber der schon relativ alt ist. Ja, das heißt, wenn du genau weißt, wo ich diese Informationen zu Rockstar Games finden kann mit MetaHero, schreibt es mir mal unten in die Kommentare, dann werde ich dazu auch nochmal gezielt ein Video machen, weil das natürlich eine News ist, die man auf gar keinen Fall verpassen sollte. Und MetaHero ist für mich persönlich ein Projekt, welches ein wahrer Underdog ist. Und diese Kurse, die aktuell da sind, wir reden hier gerade mal von einem Drittel Cent, sind geschenkt in meinen Augen, ja. Und ich bin der Meinung, wir sehen hier zukünftig nicht nur mehr das All-Time-High, sondern wesentlich mehr, weil dieses Projekt entwickelt sich weiter. Dieses Projekt kann eingesetzt werden im E-Commerce, im allgemeinen Online-Shopping, im Gaming vor allem. Und gerade der Gaming-Bereich ist, was Krypto angeht, noch super, super klein. Und MetaHero schafft einfach eine Revolution in diesem Segment, indem man sich selbst theoretisch in diesen Spielen spielen kann. Und gerade aufgrund dieser News rund um den Face-Scanner ist MetaHero für mich persönlich ein Projekt, welches gerade im November auch super, super interessant ist. Aber MetaHero ist auch ein Projekt, welches ich schon sehr, sehr lange in meinem Portfolio habe. Ja, ich habe noch nie MetaHero verkauft. Habe ich hier an der Stelle natürlich irgendwo bereut. Beim nächsten Bullenmarkt werde ich das Ganze definitiv anders machen. Aber ich stehe hinter diesem Projekt genauso wie hinter Everdome, was halt zusätzlich auch in das gesamte Ökosystem hineinpasst. Habe ich auch schon unzählige Videos drüber gemacht, dass Everdome eines, wenn ich das Lieblings-Metaverse-Projekt ist für mich, was halt dann auch mit MetaHero natürlich korreliert. Das dritte Projekt, welches ich persönlich für den November super interessant finde, ist Render. Über Render habe ich auch schon mal ein gezieltes Video gemacht, verlinke ich dir auch mal gerne oben in der Infobox, wo ich mich auch darauf bezogen habe, dass Render gerade durch Apple sehr, sehr viel Beliebtheit bekommen kann und vor allem auch Anwendung erhält. So, und warum ich Render jetzt für den November so interessant finde, ist folgendes. Und zwar ist das neue MacBook Pro herausgekommen mit dem M3-Chip. Und da hat Apple auf dem Event selbst, beziehungsweise auch auf der Homepage, das Ganze hier auch angegeben, dass halt dieses 3D-Rendering möglich ist durch Octane X. Und Octane X arbeitet mit der Technologie von Render zusammen. Und sie schreiben es auch hier, you can access near unlimited decentralized GPU compute power from a MacBook with the Render Network. Und das halt ist schon eine Hausnummer, wenn man sich damit brüsten kann, dass man mit Apple zusammenarbeitet. Ja, und gerade weil jetzt das neue MacBook auch herausgekommen ist, ist das natürlich etwas, was den Kurs demnach auch beflügeln kann. Obwohl wir hier 7% im Minus sind in 24 Stunden, sehen wir trotzdem, innerhalb der letzten 30 Tage hatten wir 32%. Allgemein war der Oktober wirklich sehr, sehr positiv. Ja, für eigentlich den gesamten Kryptomarkt. Habe ich ja im letzten Marktupdate auch gesagt, ja, der Oktober war wirklich brutal. Und ich gehe davon aus, dass der Rest des Jahres auch bullisch und grün sein wird. Also bleibt auf jeden Fall spannend, was jetzt hier in weiterer Folge passieren wird. Und wenn wir uns das Ganze hier in der Maximalansicht anschauen, sehen wir halt hier im Bullenmarkt hatten wir hier natürlich auch das All-Time-High von $7.83 bzw. $8.78. Und ich denke, dass das All-Time-High auch durchbrochen werden kann zukünftig. Ich will jetzt nicht sagen im November, aber aufgrund der Partnerschaft mit Apple und allem, was dazu gehört, sehe ich in Render wirklich sehr, sehr viel Potenzial. Und da bin ich auch nicht alleine, sondern sehr, sehr viele andere im deutschsprachigen Raum sprechen ebenfalls von diesem Projekt und sind davon auch sehr überzeugt. Vor allem, man muss mal überlegen, wir haben hier gerade mal $860 Millionen an Market Cap. Das ist wirklich sehr gering für das, was hier Render wirklich als Use Case schafft. Ja, dass man einfach einen dezentralen GPU nutzen kann. Ja, für diejenigen, die grafisch versiert sind, die damit arbeiten, die können das Ganze ein bisschen mehr fassen und ein bisschen mehr verstehen, was da wirklich für ein Potenzial hintersteckt. Und Apple ist ja allgemein bekannt, dass gerade im Videodesign, Fotodesign, allgemein Medien sehr, sehr oft Apple verwendet werden. Und wer das Video auch zum MacBook Pro gesehen hat, das zielt halt richtig darauf aus, dass man Multitasking macht, damit kreativ ist und so weiter. Und da ist natürlich so etwas sehr, sehr gefragt. Und das ist etwas, was sehr positiv ist in meinen Augen für Render. Und gerade wegen dieser News rund um Apple sehe ich Render als ein sehr, sehr gutes Projekt jetzt für den November, wo ich persönlich jetzt auch nochmal nachgelegt habe und meine Position demnach erhöht habe.
Nächstes Projekt für den November ist Vulkanforged. Über Vulkanforged habe ich auch schon mal ein gezieltes Video gemacht, verlinke ich dir auch mal gern oben in der Infobox. Dieses Projekt hat damals durch die ganzen News und Bad Vibes bei Gala extrem profitiert. Wenn wir uns das Ganze mal in den letzten 90 Tagen anschauen, sehen wir halt hier, da war das Ganze hier mit Gala. Das Ganze ist nach oben geschossen und wir hatten hier wirklich sehr, sehr bullisches Momentum und bewegen uns halt jetzt hier aktuell bei einem Kurs von $3,94. Und wenn man sich das Ganze mal in der Maximalansicht anschaut, ist da wirklich noch kaum etwas passiert. Das sind ganz normale Bewegungen, die über die letzten Monate auch schon geschehen sind. Und wir hatten hier ein All-Time-High von $49 im letzten Bullenmarkt und da war dieses Projekt lediglich eine Idee. Und das ist auch ein Projekt, welches auf Jahressicht immer noch im Minus ist und in 30 Tagen zwar 25% zugelegt hat, aber da noch sehr, sehr viel Luft nach oben ist, weil wir bewegen uns hier gerade noch mal unter $100 Millionen an Marktkapitalisierung. Und wenn wir uns das Ganze mal hier anschauen, im letzten Bullenmarkt hatten wir hier eine Market Cap von $839 Millionen an Marktkapitalisierung. Also da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Und warum ich da gerade bullish bin für den November, das sieht man einmal hier in dem Tweet. Und zwar gibt es hier eine Farm, bei der man NFTs für das Vulkanverse bekommen kann. Das Ganze ist hier closed. Ich habe es auch verpasst, muss ich ehrlich gestehen. Ja, hier konnten insgesamt 300 Menschen teilnehmen. Man konnte halt diese NFTs hierdurch minten, beziehungsweise bekommt man diese NFTs, wenn man seine Token hier für 30 Tage lockt. Das heißt, den gesamten November. Und das Ganze kann sich natürlich auch positiv auf den Kurs auswirken. Jetzt nicht nur unbedingt die NFTs als solches, aber wenn wir bei Vulkanforged jetzt weitere Entwicklungen sehen und gerade auch mehr Leute jetzt in den Crypto-Space hineinkommen, sehe ich den allgemeinen Gaming-Space auch sehr, sehr positiv. Und da wird ein Projekt wie Vulkanforged natürlich ebenfalls extrem von profitieren. Und last but not least, jetzt das letzte Projekt, welches ich persönlich für den November sehr, sehr stark beobachte und wo ich aktuell fleißig weiter investiere, ist, wer hätte es gedacht, Veracity. Ich musste es einfach hier an dieser Stelle noch mit reinnehmen. Warum? Weil Veracity einfach abliefert, ja, und ich sehr, sehr gespannt bin, was jetzt diesen Monat gerade von Veracity noch für News kommen werden. Wir haben alleine im letzten Monat so unfassbar krasse News seitens Veracity bekommen. Wir hatten den Token Burn, wir hatten zusätzlich noch die Maximum Supply, die nach unten gesenkt worden ist. 100% sind hier im Umlauf und jetzt wurde auch noch bekannt gegeben, darüber habe ich gestern gesprochen, dass jetzt die 90 Milliarden POV Marker Token ebenfalls geburnt werden und auf eine neue Chain kommen. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass das jetzt diesen Monat geschehen wird und für diesen Monat den Monat haben werden, wo wir hier die korrekte Supply stehen haben werden. Und das Ganze für mich persönlich dann ein sehr, 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 sehr bullisches Zeichen ist für Veracity. Und ich sogar denke, dass wir im November die 1-Cent-Marke wieder durchbrechen können. Ja, no financial advice, do your own research. Ich mache super viele Videos über Veracity und ihr wisst ganz genau, ich bin davon super überzeugt, genauso wie viele andere von euch. Und wenn wir das jetzt wirklich diesen Monat sehen, dann ist Veracity auch wieder ganz, ganz oben mit dabei bei den Projekten, weil das natürlich ein ganz krasses Major-Update wäre, wo ich dann natürlich auch wieder ein Video drüber machen würde. Und deswegen habe ich es hier auch nochmal mit reingenommen, weil ich denke, dass wir hier bei Veracity diesen Monat die Anpassung der Supply sehen werden. An dieser Stelle wollte ich noch einmal euch auf Folgendes aufmerksam machen. Im damaligen Marktupdate hier vor 11 Tagen hatte ich euch meine persönliche Strategie erklärt, wie ich persönlich trade. Das heißt, Swing-Long-Positionen aufbaue und Hedging Short-Position aufbaue. Ganz gezielt habe ich das in diesem Video gezeigt und erklärt. Ich verlinke es euch auch mal hier oben in der Infobox, dass ihr euch das Ganze mal anschauen könnt, weil dort auch noch eine Aktion läuft mit Pionex. Ja, aktuell läuft die noch 6 Tage und 19 Stunden, wo man hier 100 USDT als Bonus erhalten kann für ein überschaubares Trading-Volumen von gerade mal $200.000, gehebelt wohlgemerkt. Wenn euch interessiert, wie ich die Märkte aktuell handle und worüber ich auch in den Marktupdates immer spreche, schaut euch unbedingt das Video an, damit ihr da auch wirklich
up to date seid. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche Projekte ihr persönlich für den November jetzt auf dem Schirm habt. Auf welche setzt ihr jetzt wirklich euren Fokus? Glaubt ihr, dass wir bei Veracity diesen Monat die Anpassung der Supply sehen? Oder glaubt ihr, das wird noch sich auf nächsten Monat oder vielleicht sogar nächstes Jahr hinziehen? Schreibt es mir mal unbedingt unten in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, um den Algorithmus zu pushen. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, lass gerne ein Abo da, um in Zukunft keines meiner Videos zu verpassen. Und wenn du jetzt Bock bekommen hast, dir ein weiteres Video anzuschauen, kannst du dir einmal hier das letzte Video anschauen, welches ich hochgeladen habe. Das war's für dieses Video. Wir sehen uns im nächsten. Peace. Ciao, ciao.